Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, und schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer 5 Euro Überraschungsshow. Und das ist ja schon fast cool. Viele, weiß ich, sind täglich um 17 Uhr dabei, um ihre Schnäppchen zu machen. Und es lohnt sich jeden Tag. Auch wenn wir drei nicht wissen, was heute auf uns zukommt, wir lassen uns gerne gemeinsam mit Ihnen überraschen. Wissen wir, es sind alle Produkte auf 5 Euro herunter reduziert. Und ich würde sagen, wir holen auch gleich die Einzige, die weiß, was heute dran kommt. Diana, magst du mal ran? Ja, ich zweite Mal. Da ist der Buzzer, da ist Diana. Und die goldene Regel, müssen wir natürlich noch sagen, für unsere neuen Zuschauer. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5 Mal bestellen. Das ist Schmuck, ganz sicher. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist eine wunderschöne Halskette. Die ist aber wirklich schön. Mit einem Herzanhänger. Also ich sehe gerade ein Herz im Herz und außenrum sehe ich auch noch Kristalle. Wow, das sieht richtig gut aus. Allein schon die Verpackung. Davon bin ich immer begeistert, wenn etwas schön verpackt ist. Aber jetzt eine Kette für 5 Euro. Ich finde die Symbolkraft schon sehr stark. Zwei Herzen, die perfekt ineinander zueinander passen. Das bedeutet passen. Dein Herz in mein Herz. Ja, oh. Zum Beispiel. Best Friends natürlich könnte das sein. Aber das kann auch für die Liebe des Lebens eine schöne Gabe sein. Und Strasssteine, würde ich sagen, deine Kristalle. Also sieht einfach toll aus. Das ist Zirkonia-Steine. Zirkonia, okay. Also wirklich was Besonderes hier. Und schauen Sie mal, wie schön das hier aussieht. Gerade dieser Hochglanz-Look ist natürlich fantastisch. Die Kette ist übrigens 45 cm lang, also perfekte Länge, um das vielleicht auch mal über den Pullover zu tragen. Ne? Stimmt. Müssen wir mal bei Diana testen. Ich glaube, bei mir sieht man nicht so gut, aber auf deinem Pullover sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Also ich denke, egal wo, das kann jede Frau tragen, ob im Dekolleté oder über dem Pullover. Ich glaube, bei Silber wird dunkel besser. Aber ich glaube schon, die Symbolkraft ist so aussagekräftig, dass sich jede Frau über dieses Geschenk freut. Ob das ihre Partnerin ist, ob das vielleicht das Patenkind ist, die Enkelin, die Tochter. Oh. Ich glaube, man kann das ja wirklich vielen Personen sehr schenken. Schön. Sieht also sieht wirklich aus. Toll aus. Dankeschön. Sehr elegant, ne? Aber das, du hast recht, das Motiv mit diesen zwei Herzen ist natürlich auch was ganz Besonderes. Ist das schon meins, oder? Ja. Das ist jetzt deins. Oh. Hast du von Moni geschenkt bekommen? Ja. Das ist, bedeutet mein Herz in ihrem Herz oder andersrum? Eure beiden Herzen zusammen. Passen zusammen. Passen ineinander. Sie hat kleine Herz oder ich? Das werden wir bei Gelegenheit bei dem Fencheltee ausdiskutieren. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Es war eine liebe Geste von Monika jetzt. Die Martha aus Berlin hat sogar gleich zwei davon für ihre zwei Töchter gekauft. Weil die Halskette zwei Herzen beinhaltet, welche ineinander passen, kann man da schon viel rein interpretieren, was Liebe und Freundschaft angeht. Ingo, auf so eine Idee würden wir doch nie kommen, auf die Frage zu stellen, wer bist du das große Herz oder bin ich das große Herz? Tolle Kette, super. Man muss Frauen nicht verstehen, man muss sie nur lieben, oder? Doch, ich hinterfrage das auch. Echt? Okay. Ja, ich sag das ist wichtig. Ich würde sagen, sag uns die Bestellnummer, die ist wichtig. Die Bestellnummer ist die PX2312 und die 569 kommt in dieser wunderschönen Schmuckschatulle natürlich auch noch. Und also da freut sich doch jeder drüber. Du würdest dich auch drüber freuen, Moni, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, die Farbe Silber passt zu jedem Outfit. Egal, ob mal vielleicht zum Büroalltag oder auch immer abends, wenn man schön weggehen möchte. Sieht elegant aus. Ja, auch, und dass ne? die Kette auch mit dabei ist für 5 Euro, finde ich wirklich fantastisch, weil eine Kette alleine kostet meistens ja viel mehr. Also super klasse auf jeden Fall. Das dürfen Sie gerne verschenken, das ist sehr stilvoll. Sie dürfen ja alles bis zu 5 Mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Hier würde ich also auch sofort zuschlagen. Also es ging schon sehr beeindruckend los. Mal schauen, ob wir diese Klasse, dieses Niveau halten können. Aber da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wir kommen zu einem LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor und Steckdose. Und das Ganze in 3 Farben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ich dachte es gerade, und Steckdose. Also die wir haben oftmals Nachtlichter, jeder, der Kinder hat oder Enkel, kennt das. Die steckst du in die Steckdose und die Steckdose ist belegt. Ja, und hier bleibt sie frei und das Nachtlicht ist im Ring. Und jetzt kann man auch noch aussuchen, ob blau, grün oder weißes Nachtlicht. Und man muss es auch nicht morgens ausstecken, sondern mit der Helligkeit geht es dann automatisch aus. Sieht aber richtig toll aus. Was wäre deine Farbe, Monika? Grün.
Grün. Meine wäre auch grün. Ja, mach mal das Blau nochmal, bitte. Ja. Oh. Also meins wäre blau, eindeutig. Und deins, Diana? Weiß. Weiß. Perfekt. Da haben wir alle Farben zusammen. Kann jeder sich seine Farbe aussuchen hier. Ganz einfach am Rad drehen und dann hat man hier die gewünschte Farbe. Cool ist natürlich auch, die stecken sie ganz einfach in die Steckdose, aber die Steckdose bleibt frei, weil sie hier vorne dann immer noch einen freien Steckplatz haben. Finde ich auch wichtig. Steckdosen sind ja gerade in Altbauten nicht so breit gestreut. Hier kann man dann weiterhin eben seine elektrischen Geräte dran betreiben. Also jetzt muss ich wieder aus eigener Erfahrung erzählen. Nachtlichter in Kinderzimmern, die eingesteckt werden und ausgesteckt werden, haben ein Problem. Die können auf wundersame Weise verschwinden. Irgendwo im Nirvana der Spielzeuge. Und dann findest du die abends nicht, dann ist das Geschrei groß. Das lässt du eingesteckt, das musst du nicht suchen. Die Steckdose ist immer frei. Die Ein- und Ausschaltung geht durch die Dunkelheit. Und deren Stromverbrauch, den dürfen wir hier auch wirklich komplett vernachlässigen, weil bei 0,8 Watt brauchen wir das überhaupt nicht irgendwie in Betracht ziehen, dass es irgendwo sich niederschlagen würde. Also das finde ich klasse. Und die Annabelle aus Rheinstetten schreibt uns, bei Nacht, wenn man etwas älter ist, wird der Weg sehr gut ausgeleuchtet, auch für beständiges Nachtlicht. Also ich denke mal, ich interpretiere das so, dass sie das irgendwo im Flur angebracht hat und dadurch immer eine leichte Beleuchtung hat, zum Beispiel auf dem Weg zur Toilette. Aber richtig klasse. Hier, guck mal, man sieht das hier so, die Reflexion, das ist sehr, sehr schön, das Licht, was es hier ist. Ne? Ist auch nicht zu grell, aber man kann genau sehen, wo man nachts lang geht. Die Verletzungsgefahr ist ja unglaublich, gerade so an Bettkanten und sowas. Du, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sowas mitnimmt ins Hotel. Ja, natürlich. Wo du sowieso nachts keine Orientierung hast. Ja, ja, ja. Ja. Dann auch ein leichtes Nachtlicht. Also ist ja klein und transportabel. Natürlich muss man schauen, dass dort Schuhkreuzstecker sind. Aber ich finde es klasse. Also auch für zu Hause, wer Kinder oder Enkel hat, das ist ein perfektes Nachtlicht. Guck mal, cool, wir können Moni grün oder blau oder weiß anstrahlen. Nein, ich finde grün auch toll. Das ist so beruhigend. Wir hatten das mal in einem Hotelzimmer im Badezimmer, hatten eine grüne Beleuchtung. Das ist so angenehm, bei grünem Licht zu duschen. Müssen Sie mal ausprobieren. Das ist hier natürlich echt klasse, dass man hier die Farbe auch noch so wählen kann. Ganz einfach hier drehen und dann wechselt es die Farbe. So, und ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Das ist die PX1997 und die 569. Monika macht laufen so komische Zeichen. Was fasziniert dich so an dem Nachtlicht? Alles. Ich finde das wunderschön. Okay, bei pearl.de finden wir es auch wunderschön. Allerdings kostet es dort fast 15 Euro. Also das Dreifache. Und Sie haben im richtigen Moment zugeschaltet und zahlen jetzt nur 5 Euro. Bis zu 5-mal dürfen Sie auch dieses wirklich durchdachte Nachtlicht hier bestellen. Und also ich muss ehrlich sagen, ich finde das so schön, dass man nicht mehr ein- und ausstecken muss. Man muss an nichts mehr denken. Einmal eingesteckt, fertig. Ja. Sehr, sehr schöner Artikel hier, um nachts Licht ins Dunkle zu bringen. Wenn Sie aufs Stalle, stille Örtchen oder zum Kühlschrank wollen, hier ist für Licht gesorgt. Jetzt dachte ich, sie verläuft sich. Nein, sie hat uns gewusst. Wir spielen heute in Mondes. Danke, Mo. Danke, Diana. Was ist das? Das ist ein Ei. Das brauchst du nicht. Du jetzt hast weiß ich's. Eierkocher. Ne? Ich habe einen Eierkocher, genau. Aber, das ist, aber eine Eieruhr kann man auch für andere Sachen brauchen. Also das ist eine klassische Eieruhr oder eine Kurzzeituhr. Die kann man ja einstellen bis zu einer Stunde. Also auch zum Backen oder so bestens geeignet. Backen auf jeden Fall. Auch zum Beispiel bei Monika nutzt das bei Pizza, wenn sie kocht. Wenn du kochst und backst. Richtig. Aber sieht so süß aus, wirklich. Wunderschön hier in diesem Edelstahl. Sieht natürlich sehr elegant aus. Kann man dann auch mal auf dem Küchentisch stehen lassen. Eine Eieruhr braucht man einfach allein schon, um Eier zu kochen, wie der Name schon sagt. Aber wie viele Minuten? 7. Oh, das gibt Hörschlag. Es kommt immer darauf an. Früher hat man gesagt, ein weiches Ei braucht 3 Minuten. Aber dann macht man es in kochendes Wasser. Dann ist aber auch richtig warm. Kaltes Wasser? Ja, eben. 7. Aber 3 Minuten, das war immer früher die Faustregel. 3 Minuten. 3 Minuten kochendes Wasser und das Ei ist perfekt. Wenn Wasser schon heiß und du machst der Ei rein, dann das diesen... Nein, du musst es anstechen an den Spitzen. Na, das, warum? Warum diese Manipulationen? Einfach kaltes Wasser, 7 Minuten und alles ist fertig. Guck mal, hier haben wir 7 Minuten und dann haben sie ideale Eier. So, so.
Guten also, Appetit. Für weitere Fragen, wie man Eier kocht, schreiben Sie uns doch einfach. Es ist Redaktion, doch nicht so schwierig, Eier zu kochen. Nein, also, ich habe mir meinen Eierkocher gekauft und der funktioniert wirklich wunderbar. Fünf Minuten, dann das wird aber zum Backen, gerade, ich glaube, du backst ja viel. Beim Backen ist es auch ganz, ganz wichtig, die richtige Zeit einzuhalten, oder? Das ist auf jeden Fall. Am letzten, ich habe nur Plätzchen gemacht. Die brauchen auch Timer. Da gefällt mir auch den Klang. Und ist ein bisschen Retro-Charme. Das muss man auch sagen. Sowas gab es früher schon. Allerdings nicht aus Edelstahl. Ich kenne die noch aus Kunststoff. So finde ich es noch wesentlich schicker. Aber also ich finde, einen Timer braucht man immer wieder. Ich könnte mir das auch gut als Spieleuhr vorstellen. Ja, natürlich. Für Spiele, wenn man nur eine bestimmte Zeit hat, eine Pantomime zu machen, ein Bild zu malen oder irgendwas zu erklären, ist das auch viel, viel besser als diese Sanduhren. Da gibt es immer Streit. War das letzte Körnchen schon da oder nicht? Es klingelt sehr laut und deutlich. Da kann man also auch keinen Moment verpassen. Die Bestellnummer ist die NX9480 und die 5469 für diesen Kurzzeitmesser, die Eieruhr aus Edelstahl. Hat hier 60 Minuten die Timer-Funktion, also auch mal für eine Stunde zum Beispiel mal beim Backen super. Und eben mit diesem Signalton und ich finde, die sieht wirklich hier sehr schick aus, passt denke ich auch in jede Küche rein. Also ich bin schon richtig begeistert, aber schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Ja, wir rufen Diana nochmal. Und haben den Preisalarm, das heißt, hier ist ein extremst reduziertes Produkt. Wir haben es trotzdem auf 5 Euro reduziert mit der Eingrenzung. Maximal ein Stück pro Besteller und es geht in den Haushalt, oder? Würde ich mal sagen, ja. Ne? Das ist ein Fensterabzieher und Reiniger. Mit Teleskopfunktion. Bin ich ganz sicher, haben wir Teleskop? Doch, ja, bis zu 50 Zentimeter. Ja. Oh ja, jetzt sehe ich es. Ja. Auch fürs Auto, ganz perfekt. Also ich war neulich wieder, Sie wissen das ja selber, was gerade für Wetter ist, wie dann die Scheiben dreckig sind, war ich an der Tankstelle und wollte meine Scheiben putzen. Und dann habe ich den Eimer gesehen, das sieht ja ähnlich aus, aber der Eimer war so verdreckt, da habe ich gedacht, nee, da mache ich meine Scheiben dreckig. Hier kann man das zu Hause mal machen, aber das geht natürlich auch für alle anderen Scheiben. Einfach einseifen oder reinigen und der Abzieher ist auch mit dabei. Also ich finde das schön und vor allem durch diese Länge mit dem Teleskoparm, hast du eben auch eine enorme Reichweite. Allein schon diese Abzieher, die man normalerweise für die Dusche nimmt, dafür kann man den natürlich auch nehmen, ist 5 Euro ein Riesenpreis hier. Hier sehen wir mal, mit dem Teleskop kommt man eben auch mal an Stellen, wo man normalerweise sonst eine Leiter brauchen würde. Natürlich auch die Stellen unten an so Fenstern. Muss man sich nicht bücken, kann man trotzdem hier ganz super sauber machen. Und ich finde das cool, dass da so ein Netz über dem Schwamm ist. Weil das schafft dann eben auch noch den groben Schmutz weg. Und die Farbe ist natürlich also, auch klasse. Dass du mehr schrubben kannst. Dass du mehr schrubben kannst, und dann abziehen, ja. Ja. Haben ja die in Tankstellen auch immer noch mal so ein... Für Duschkabine zum Beispiel. Duschkabine, ganz genau. Auch zum Abziehen, allgemein für Fenster, das geht so einfacher. Ja, aber Spiegel. Ich musste halt spontan ans Auto denken, an die Windschutzscheibe, weil mir das an der Tankstelle passiert ist. Und das ist ja... Einfach weil zu viele Leute das benutzen, wird das Wasser halt schmutzig. Das kann nicht permanent ausgewechselt werden. Aber damit kann ich es eben auch zu Hause mal machen. Und wir haben gerade wieder den Belastungstest von Diana gesehen. Diana unterzieht eigentlich alle Produkte dem Falttest. Und wenn die dann nicht kaputt sind, dann ist die Qualität in Ordnung. Ich ist ganz, gucke, oder? Dass alles robust ist. Ja, kann ich weiterempfehlen. Sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall im Auto einzuhaben. Das Preisalarm? Ist Preisalarm. Also ja, okay. Preisalarm. Für Duschkabine nehme ich. Also nur eins pro Besteller. Aber das ist natürlich schon mal ein wirklicher Schritt nach vorne, würde ich sagen, für alle Anwendungen, die wir gerade gesagt haben. Ja, und guck mal, im Auto auch, das können Sie natürlich, das klappen. Das nein, du musst oben drehen. Auch eine halbe Platz. Umdrehung, ein Stückchen. Guck mal, du musst einfach das gegen das drehen und wieder zurück. Ja? Das ist natürlich schwer. Ja. Sie kriegen übrigens eine Brauchsanleitung dazu. Nein, nicht da drehen. Guck mal, das hier ist ein Stück bis zum Schwarzen und das ist das zweite. Ach und so. Das musst du gegeneinander drehen. Jetzt. Hier kannst du drehen, wie du willst, da passiert nichts. Hier drehen. Guck. So. Haben Sie verstanden? Das ist, ich jetzt mache verstanden? Das für Sie, habe jetzt bin ich mal gespannt. Du drehst wieder unten. Du musst oben drehen. Nein, hier dran drehen, Diana. Sag mal. Hier dran. So, jetzt, jawohl. Ja. Also, Diana hat es vor dem Griff. Nochmal, Sie bekommen natürlich eine Gebrauchsanweisung dafür. Das ist unser Preisalarm. Dürfen Sie deshalb bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Aber was für ein cooles Angebot. Wir gucken mal bei Pearl.de. Normal 17 Euro, bei uns heute nur 5 mit der Bestellnummer NX7913. Und der 569 kommt der zu Ihnen. Und dann können Sie Ihre Duschkabinen, Ihre Fenster, Ihre Autoscheiben
Lippen, alles damit perfekt sauber machen. Sehr, sehr leicht, weil das aus Aluminium und Kunststoff ist. Das heißt, es ist natürlich auch super einfach zu benutzen. Für große Fenster, die vielleicht oben oder unten, wo Sie sonst eben eine Leiter brauchen würden, können Sie das hier ganz bequem machen. Aber dran denken, das war unser Preisalarm. Richtig. Maximal ein Stück pro Besteller. Jetzt kommt wieder was, das dürfen wir bis zu 5-mal bestellen. Was hat Diana denn zum Mittag gehabt? Ich will das auch. Ich bin gespannt. Ich glaube Springerbsen oder so. Springerbsen. Du hast Kichererbsen gegessen, ne? So. Oh, das ist natürlich genial. Wir haben ein analoges Radio, UKW und Mittelwelleempfang. Der perfekte Begleiter auf jeder Reise, so steht's hier. Das Ganze mit einer Batteriestromversorgung. Ein Gürtelclip ist sogar auch dran und zusätzlich natürlich auch noch ein Kopfhöreranschluss. Also Lautsprecher ist auch drin, oder? Ja, also man kann es so verwenden. Hier drin haben wir jetzt keinen Radioempfang, das wissen Sie. Wir sind hier gegen Radiowellen abgeschirmt, aber Sie werden mit Sicherheit Ihren Lieblingssender finden. Ich finde das klasse, ein Radio für 5 Euro. Einfach mal mit auf den Schreibtisch stellen, so wie hier oder in die Werkstatt oder in die Küche. So Radio hören ist einfach klasse. Man hört neue Musik, man kriegt Nachrichten mit, man kriegt Verkehrsnachrichten mit, Wetterbericht. Das gibt's alles im Radio. Ich höre ausgesprochen gerne Radio. Gestern zum Beispiel, da war ja überall dieser Streik, wo die Auffahrten blockiert waren. Da konnte ich vorher im Radio schon hören, wo ich bei mir in Bremen da auf die Autobahn raufkomme, ohne Probleme. Für sowas ist das wichtig. Und das Coole ist eben, viele Leute hören ja sowas heutzutage nur noch übers Handy. Du brauchst kein Netz dafür, weil das über Radio kommt. Ne? Ja, und ich finde Radio ganz, ganz wichtig. Also ich bin Radio-Fan, weil zur Musik, die wir ja alle lieben, kommt eben auch die Information dazu, aktuelle Informationen oder weltweite Nachrichten. Also ich finde es klasse. Und hier sehen wir ganz viele Anwendungen. Zum Beispiel wird hier geschrieben, dieses kleine Radio gehört meiner Meinung nach in jeden Haushalt. Vielfältig einsetzbar, zum Beispiel im Bad, im Hobbykeller, in der Freizeit, beim Sport, im Urlaub und so weiter. Also grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Es ist klein, es ist handlich. Und wie gesagt, Musik, glaube ich, begleitet uns durch unser ganzes Leben. Ja, vor allem klein genug, das passt also auch mal eben in die Hosentasche. Oder Sie klemmen es bei sich am Gürtel. Das würde auch bei dir in der Handtasche noch Platz haben, oder Moni? Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich klein, kompakt, ist praktisch. Man kann auch noch einen Kopfhörer mit anschließen, dass man den Mitmenschen vielleicht nicht so auf die Nerven geht. Aber gerade mal so vielleicht beim Duschen, beim Baden finde ich das immer toll, wenn man auch mal Musik hört. Oder vielleicht auch einfach mal, wenn man im Garten dann im Frühjahr wieder draußen ist. Beim Garten, also genau. Also super, kann man ja überall hin mitnehmen. Ja, ist, glaube ich, batteriebetrieben und hat hier Lautsprecher auch noch eingebaut. Das heißt, Sie brauchen keinen Kopfhörer. Mit Kopfhörer natürlich ein ausgezeichneter Klang hier. Ist das UKW und Mittelwelle? Ja, richtig. Also auch größere Sendevielfalt. Aber ich glaube, die meisten hören sowieso über UKW ihre Lieblingssender. Aha. Also ich höre hier zum Beispiel immer Antenne Niedersachsen. Ja, die bekomme ich am besten rein. Und du hörst ja auch ab und zu, ja? Also, jeder hat so seinen Favoriten. Monika, hast du auch einen Radiofavoriten? Ja, das ist FFN. FFN. Ja. Na denn. Also, und natürlich sind Regenbogen. Regenbogen ist wieder Baden-Württemberg, ja? Aber Sie sehen, alle Radiosender sind gut und Sie haben sicher auch Ihren Lieblingsradiosender und den können Sie mit diesem Radio empfangen für 5 Euro. Eigentlich unglaublich. Ja, ich finde es auch toll für Nachrichten. Also morgens im Bad habe ich immer Deutschlandfunk an, weil die machen richtig lange, gute Nachrichten und man weiß sofort, was alles passiert ist. Die Bestellnummer ist die ZX2903 und die 569. Und ich denke gerade auch wieder bald an die Gartenzeit, wenn man wieder draußen ist und ein bisschen was pflanzen und ein paar Stunden im Garten verbringt. Das geht dann auch wesentlich leichter, wenn man eben noch ein bisschen Musik dabei hat. Und wie gesagt, ich bin Radio-Fan, weil ich höre am liebsten Radio, weil auch die Lieder unvorhersehbar sind. Ich habe keinen Einfluss drauf. Jemand entdeckt auch neue Musik. Und wieder, man entdeckt auch wieder neue Musik. Das reicht. Und die Information darf meiner Meinung nach natürlich auch nicht zu kurz kommen. So. Jetzt bin ich gespannt. Es ist wirklich ein Riesenspaß für uns, diese Sendung, weil wir keine Ahnung haben, was hier kommt. Ich glaube, Ralf kriegt das Paket. Danke. Und Moni den Umschlag. Du kriegst meine Freundschaft. Ja. Das ist natürlich das Beste. So, jetzt haben wir wirklich Werkzeug auf den ersten Blick. Hätte ich mich geirrt, was es ist. Ich hätte spontan gesagt, es sind Inbusschlüssel. Sind es aber nicht. Es sieht aber aus wie so ein Inbusschlüssel-Satz, aber es sind Torx. Richtig. Ist das richtig, Monika? Ja.
Ingo-Schlüssel, hast du gesagt? Inbus. Ah, ich dachte Ingo. Also innen Sechskant-Schlüssel heißen kurz Inbus. Nicht im, sondern Inbus. Und nicht Ingo, sondern Inbus. Neunteilig übrigens. Eins, zwei, das drei, vier, kann ich bestätigen. Ja. Und wer heutzutage mal Möbel zusammenbaut, weiß, irgendwie haben die Inbusschlüssel die Kreuzschlitz abgelöst. Es sind immer mehr Inbusschlüssel irgendwo. Und deshalb macht dieser Satz hier, der neunteilige, wirklich Sinn. Weil das Torx. Wird auch in Zukunft, Torx, ja, nicht Inbus, Entschuldigung, Torx natürlich. Deshalb macht das auch Sinn, weil das wird auch in Zukunft nicht weniger werden, eher mehr. Ja. Ja, ich weiß noch, als ich vor 4, 5 Jahren das erste Mal eine Torx-Schraube vor mir hatte, dachte ich, das hast du ja noch nie gesehen. Musste ich im Baumarkt mir so einen Schraubenzieher holen. Hier sind alle neuen Größen zusammen. Das ist süß. Und man hat dann wirklich für jede Größe. Diese Torx-Schrauben sind einfach besser. Die greifen viel besser. Man kann die viel einfacher rein- und rausdrehen, ohne dass man da irgendwie den Schraubenkopf kaputt macht. Deswegen sind die jetzt immer mehr verbreitet. Und wenn Sie keine haben, hier ist ein kompletter Satz für 5 Euro. Es gibt ja wirklich viele, die hören zwar Torx und haben es auch schon mal gehört, können es aber nicht einordnen. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie es ein Kreuzschlitz ist, einfach 2 Schlitze. Aber bei Torx ist es wie ein Stern, so beschreibe ich das immer, wie ein Stern mit 6 Ecken. Ja? Also 6 Kanten, da sehen wir es. Und das nennt man eben Torx. Und dadurch hast du eine viel kleineren Verschleiß an Schrauben und auch an Schraubendrehern. Und deshalb sage ich, sowas gehört heutzutage in jedem Haushalt. Noch vor 2, 3 Jahren waren Torx-Schrauben ein bisschen außergewöhnlich. Mittlerweile sind sie gang und gäbe. Mhm. Bei jedem Möbelstück hat man irgendwo Torx-Schrauben. Und deshalb macht das Sinn. Übrigens auch das Kleinste hier für Batteriefächer. Ja. Auch Batteriefächer sind mittlerweile mit Torx-Schrauben. Weißt du noch, als wir vor 2 Jahren mal so ein Batteriefach mit Torx hatten? Ja. Wir sind die Wände hochgegangen. Wo kriegt man jetzt so einen Schraubendreher hin? Hier hat man alles zusammen. Holen sich die einfach, gehört heutzutage wirklich zur Grundausstattung dazu. Unsere Kunden sind auch begeistert. Zum Beispiel hat der Dieter aus Erfurt geschrieben, sehr gutes, preiswertes Produkt. Die Torx-Schlüssel sind stabil und passgenau. Demzufolge auch langlebig und 100%ig zu empfehlen. Und ich bin mir sicher, er hat bestimmt den regulären Preis gezahlt. Sie bezahlen hier aber heute nur 5 Euro, deshalb nutzen Sie unbedingt die Gelegenheit aus. Ein Schlüsselsatz hier mit 9-teiligen Werkzeug bekommen Sie hier im Chrom-Vanadium-Stall. Das ist natürlich auch super. Mit der P7808 und der 569 zu bestellen. Aber bei uns hat es noch lange hier kein Ende. Es geht direkt weiter. Schauen wir mal. Aber gerade diese Torx-Schlüssel, perfekte Erweiterung für jeder, der eine Werkzeugkiste zu Hause hat. So, jetzt macht es ganz heimlich. Aha, ich bekomme den goldenen Umschlag. Und danke. Deine Hände. Vorsicht, keine Unfälle. Oh. Das gefällt dir wieder, Ingo. Ja, natürlich. Speichermedien für 5 Euro, das ist immer ein Highlight. Speichermedien für 5 Euro, da denkt man, kriegt man ja 8 GB, vielleicht 16, wenn man Glück hat. Wir haben hier 64 GB in einer Micro-SD-Karte. Das ist Markenqualität von PNY. Ideal natürlich für alle Arten von Kameras, die eine SD- oder Micro-SD-Karte brauchen. Da passt richtig viel Fotos und Videos drauf. Ich finde das immer noch unglaublich. 64 GB in der Größe eines Fingernagels. Ist natürlich auch für Smartphones, für Tablet-PC, zur Speichererweiterung, aber Drohnen, Action-Games, Überwachungskameras, Digitalkameras, also viele auch... MP3-Spieler. MP3-Spieler, Musik natürlich auch. Auch unsere 4K-Camcorder braucht ja SD-Karten. Genau. Da ist ja der Adapter dabei. Man kann die als Micro-SD oder SD-Karte benutzen. Und was hier ganz wichtig ist, das habe ich gerade gelesen, diese Karten sind röntgensicher. Jetzt warum? Wenn Sie mal mit einer Micro-SD-Karte über die Grenze gegangen sind und das läuft durch den Röntgenapparat, ja, beim Sicherheitsding, kann es sein, dass die ein oder anderen Daten verloren gehen, weil viele Karten, die älteren, gerade die älteren, vertragen das nicht. Die hier sind röntgensicher, das heißt, da gehen auch, wenn Sie mal durch so mit dem Gepäck durch die Röntgenmaschine laufen, keine Daten verloren. Halte ich für ganz wichtig. Class 10 ist auch wichtig. Hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Aber den Preis finde ich außergewöhnlich. 64 GB für 5 Euro. Das ist schon ein Wort. Hier steht noch drauf, magnetsicher. Mhm. Es ist temperatursicher. Es ist schocksicher. Und wasserfest. Es gab früher Festplatten, auch Festplatten. Ja. Wenn du da in die Nähe von Lautsprechern gekommen bist, die einen Magnetindex haben, konnte das sich gegenseitig kaputt machen. Den Lautsprecher und die Festplatte. Also nicht magnetisch oder nicht empfindlich gegen Magnet ist auch wichtig.
Ja, weißt du, Videobänder, da musstest du ja richtig aufpassen. Ja, 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 klar. Mit Videobändern und Audiokassetten, das waren ja richtige Magnetbänder. Hier bleibt alles sicher drauf. Ein Riesendeal, es ist kein Preisalarm. Holen sich so viele Sie kriegen können hier. Maximal für nur 5 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX4107 und die 569. Und ich denke, mit Speichermedien wird sich nicht mehr viel mehr tun. Also noch kleiner können sie nicht werden. Deshalb bist du hier auch zukunftsorientiert ausgestattet. Weil in Zukunft werden wir die genauso gebrauchen können. Die Micro-SD bzw. die SD-Karten als Speichermedium. Aber weißt du, kein Fingernagel groß, 64 unglaublich, Gigabyte. Oder? Wahnsinn. Ich hatte mal so eine Festplatte, die hatte 10 Gigabyte. Dankeschön. Oh, schwer? Mittelmäßig. Ach ja, jetzt weiß ich auch warum. Es ist ein Werkzeugkasten. Oder? Ja. Monika, das Multitool. Ist ein 15:1 Basis Multitool aus rostfreiem Edelstahl mit Gürteltasche. Also die Gürteltasche liebe ich, weil man da wirklich das einfach außen an den Gürtel hängt und hat es immer griffbereit, wenn man outdoor unterwegs ist, wenn man mit dem Fahrrad fährt, wenn man im Garten ist, wenn man am Wandern ist. Aber jetzt bin ich gespannt, lies mal die ganzen 15 Werkzeuge vor. Also ich sehe also erst mal eine Zange. Ne? Ja. Aber da gibt es noch viel mehr. Die Zange, eine Spitzzange, ein Drahtschneider, ein Messer, eine Drop-Point-Klinge, 3 Schlitzschraubendreher in unterschiedlichen Größen, Kreuzschlitzschraubendreher, Zollmaß, Pfeile, Hakenentferner, Fischendschupper, Dosen- und Flaschenöffner. Unglaublich. Das Ganze hier in so kleinem Format, so kompakt, dass all diese 15 Werkzeuge einfach in diese kleine Gürteltasche passen. Vielleicht auch ganz einfach mal ins Auto legen, vielleicht in die Küche legen, dann brauchen Sie nicht in den Werkzeugkeller, um sich den ganzen Werkzeugkasten hochzuholen, wenn Sie mal nur einen Schraubenzieher brauchen. Oder hier so eine Zange, das ist ja irre. Weißt du, es gibt auch Taschenmesser, so kleine, die haben auch eine Zange oder was Ähnliches dran. Aber da bekommst du nie einen Hebel, um irgendwas vernünftig zu arbeiten. Ja, hier hast du den Hebel durch die Größe und es hat auch eine Stabilität. Und dann kannst du auch mal einen dickeren Draht durchzwicken, weil du eben die Kraft hast. Dann natürlich das andere einklappen. Messer ist sehr scharf, habe ich mir gerade angeschaut. Kreuzschlitz, Schlitzschraubenzieher braucht man sowieso immer. Flaschenöffner, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, also ich finde es toll. Und für 5 Euro kann man hier wieder mal nichts verkehrt machen. Und ich glaube, das wird auch bei Ihnen recht häufig, wenn Sie gerade auch viel außen unterwegs sind, zum Einsatz kommen. Bei Pilzsammlern kann ich mir das vorstellen, bei Radfahrern, bei Wanderern. Bei eigentlich Anglern. Jeder, der irgendwie aus Outdoor. Oder auch wenn du nur in den Garten gehst, brauchst du mal irgendwas, eine Kleinigkeit, hast du sofort griffbereit am Gürtel. Mhm. Ja, ich weiß hier, unser Studioleiter hatte auch immer so ein Ding dabei. Wenn mal irgendwo schnell was auszubessern war, einfach mal kurz, hier habe ich alles dabei. 16 Werkzeuge oder 15 in einer kleinen Tasche. Du musst dich irgendwo hinrennen und einen Werkzeugkasten kaufen. Ja. Kleinere Reparaturen lassen sich damit mit Sicherheit handhaben. Ja, das ist wirklich praktisch. Hat uns auch der Karl geschrieben. Wenn man ab und zu überraschende Kleinigkeiten reparieren muss, ist dieses Gerät sehr hilfreich. Fester Platz in der Hosentasche oder auch im Auto. Finde ich wirklich auch einen guten Punkt. Also das vielleicht auch einfach mal ins Auto mit reinlegen. Dann kann man sich auch immer helfen. Also das ist wirklich praktisch. Allein noch mit der Gürteltasche alles immer ordentlich verstaut. Und 15 Teile bekommen Sie hier quasi für 5 Euro. Das ist wirklich mal fantastisch. Ja, ich meine, die Tasche ist so klitzeklein. Es ist unglaublich, dass da wirklich so viel reinpasst. Sie sehen das hier bei uns im Film. Das Ganze aus Edelstahl, natürlich auch noch gute Qualität, auch immer ganz, ganz wichtig. Ich finde das richtig klasse. Outdoor, Indoor, das kann wirklich jeder brauchen und kostet nur 5 Euro. Das war sie wieder, unsere 5 Euro Überraschungsshow. Die gibt es jeden Tag um 17 Uhr für Sie. Viele, viele stellen sich die Uhr, den Wecker danach extra jetzt einzuschalten. Sie sind mit Sicherheit auch ein Fan davon, weil man hier so viele Schnäppchen schlagen kann. Aber Sie müssen schnell sein. Die Preise gelten nur 2 Stunden oder bis unser Kontingent ausverkauft ist, was auch schon öfters mal passiert. Also ran ans Telefon und viel Spaß mit den Produkten.